Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wieder mal auf der Ellerbach, zusammen mit dem lieben Ben und Justin sowie Maxim sind auch noch da. Hallo. Genau, wir haben uns schon mal ein bisschen überlegt, was wir heute machen müssen. Wir müssen erstmal kalken und weil ich da keinen Bock drauf habe, muss Ben fliegen. Ja, mit unserem schönen Flugzeug. Ja, da darf er halt den Großen dafür nehmen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt hier... Ich glaube, actually, du wirst das große Gewicht brauchen. Wo ist unser großes Gewicht? Das steht oben. Also das Goofy-Silo-Gewicht, was wahrscheinlich beim Fliegen ultra kacke ausschaut, aber ja. Warte, du hast gesagt oben. Ist es in irgendeiner Garage hier oben drin? Ja, genau. Ja, dann nimm du das Schlepperdreieck. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig, aber... Schauen wir mal. Ja, weil wenn das Ding voll ist, ich glaube, das hat schon ein bisschen Gewicht, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich Kalk herkriege. Ich weiß gar nicht, ob es eine Kalkstation gibt. Ah, hier, Kalkstation. Alter, wie eng ist das einfach, da passt ja so gefühlt die Mathe von Reifen durch. Nee, das sind nur andere komische Sachen von komischen Höfen. Ach, Mann, ich back in der Wand. Okay, dann muss ich da unten längs, heißt da lang, okay. Warum bist du in der Wand? Jetzt habe ich es geschafft. Okay, das Gewicht könnte wirklich komisch ausschauen. Egal. Gott. Ja, boah, ich schaue da irgendwie auch fett aus. Ich habe zwar hinten noch nichts dran, aber... Ja, kann sein, dass es vielleicht ein bisschen sehr groß ist, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, okay, beim Berg runterfahren, bei diesem Buckeldamm hoch, bin ich gerade hinten hochgegangen. Geht schon. Das wäre geil, wenn das Ding noch so ein bisschen Beleuchtung hätte irgendwie. Das wäre richtig witzig. Welche Felder muss ich eigentlich pflügen? Ich glaube, du musst nur 103 pflügen. Okay. Soll ich zuerst kalken und du pflügst dann oder andersrum? Ja, fahr du zuerst. Ich hol dich eh. Hängst mich eh ab. Okay. Ich will nichts sagen, aber das Gespann hat was. Hier nicht bisschen zu leicht, ich baue uns immer noch so rum. Bin mal gespannt, wie der Fan hier gleich, der kleine Runder geht. Wenn der welchen voll Feld mit fangen kann. Wir an? Hast du schon gesagt, bei welchem Feld? Ja, du musst nur 103. 103. Warte einfach kurz, bis ich mit Kalk drüber bin und dann kann ich. Weil dann habe ich mal Ruhe. Ja, der Pflug ist ein bisschen komisch, weil der nicht so einklappen kann irgendwie. Nö, ich glaube nicht. Der hat einfach Todesüberbreite. Nee, außer du musst ihn einmal drehen und dann einklappen oder so. Ja, ich probiere gerade ein bisschen aus. Das könnte natürlich sein. Nö, geht nicht. So. Einmal hier auf Quick rein. So, wo gibt's hier Kalk? Ich hätte gern Kalk. Gibt's hier Kalk? Das war ein Gerät. Ja. Einfach ein Sexschau. Ja. Ja, war jetzt nicht so teuer. Oh, nee, oder? Ja. Ja, gut. Ich ruf mal einen Händler an, du, ne? Ja, ruf mal an, ob die neuen Gewicht haben, du. Ja, das kauf mal gleich permanent, du, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wie viele Tonnen tun wir da drauf ballastieren? Was, der Baumreis wird richtig fett bling für den. Damit es noch edel ausschaut. Nicht nur so ein. Wir brauchen so ein, keine Ahnung, so ein 5 Tonnen richtig Bling-Bling-Gewicht. Witzig gar nichts mehr. Warte, wie viel. Ach, Mann. So ein edles Ding wiegt halt nur 200 Kilo, das ist ja gar nichts. Was haben wir denn so? Wie viel wiegt denn das Schlepperdreieck? Das Schlepperdreieck, das wiegt nix. Hier, wo wir ist haben das hier da? So ein. Das, 300 Kilo. Ja, hier haben wir doch was Schönes. Immer so ein Deko-Motorsäge, nein. Nimm das hier, ich kaufe einfach. Ja, kauf mal. Aber das machen wir noch in Fan-Grün. Fan-Classic. Nee, das ist das alte. Fan-Nature? Auch nicht. Na gut, ich warte mal hier ganz kurz und dann... Ja, brauch schon zum Händler irgendwie. Okay, warte, dann probiere ich das. Ist ja für den Asphalt nicht so gesund, aber den Interesse. Denkst du, 1,5 Tonnen reichen safe, oder? Boah, ja, eigentlich schon. Obwohl, so ja. Wie der
So wie der aufschnappt. Ja. Ich mach mal kurz den Streuer weg. Oh, mal gucken, was da für ein tolles Gewicht am Händler steht. Das schnapp ich mir direkt mal. Das ist so in einem schönen Fan-Grün. Das passt wieder ein Bulldog-Schoss. Nee, wollte ich auch. Boah, das schaut ein wenig nach einem Fan-Grün aus. Das ist John Deere grün, du Depp. Mit der Wässerwalze ist unterwegs, du. Ja, richtig Action hier, oder was? Naja. Ach, da oben kommt, Achtung, Verrückter kommt von oben. Ich schäber dich gleich weg. Ich schau mal kurz beim Händler vorbei. Viel Spaß. Oh, das Ding hat so viel Gewicht, das ist heftig. Ich muss an die Deutschen noch mal ran, ich muss dann eine vernünftige Hupe einbauen. Hallo Justin. Du sag mal, Justin, was ist eigentlich aus dem äußerst hochqualifizierten Mitarbeiter geworden? Ja. Was ist mit Carlos? Der hat Urlaub. Minus ein Mitspieler. Ja, ohne Scheiße. Der fliegt irgendwann. Weil Lars kann es nicht nehmen, der ist schon bei mir. Gehst du jetzt noch hoch? Ach nee, du hast dann gar nicht mehr dran, ne? Mein Lars kommt wieder zu mir. Ja, ich muss erst mal kurz. Gar nicht. Gott. Guck mal kurz beim Flug eine Config nach. Du brauchst ja eh noch, du, ne? Okay. Also schau dir. Geht das ran, das Ding? Ja, passt. Schon dran. Ey, Luca, Alter, brauch deine Hilfe. Wo ist hier der blaue Trigger? Ich glaube, ich habe ihn auch raus. Ich glaube, er war an der Tür. Ah, danke. So, glauben kannst du in der Kirche, mein Lieber. Halt mal dein Gosch da drüben mit deinem Deutsch, du. Mein Abbiegen ist ein Bauer. Naja. Eventuell traue ich mir unseren Flügel nicht zusammenklappen können. Das ist ultra nervig. Egal wie ich ihn klappe, ich bleib überall hängen. Apropos, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt noch einen Flug kaufen soll oder nicht. So. Wir können ja ein gemeinsames Investment tätigen, Herr Schilf. Am Arsch, nee. Das mach ich nicht. Ey, Luca, können wir es mit einem Packer mitnehmen? So ein Packer. Das wäre witzig, oder? Wäre schon witzig. Du meinst diesen Querneland-Ding? Ja, der Eck. Ja, kannst du an sich machen. Soll ich machen? Ja, warum nicht? Also, Justin, der ist schon erst gepflügt und dann tut er probieren, oder? Ja. Also, du musst halt wirklich perfekt fahren dann. Hallo, das Ding hat GPS. Wo lebst du? Ich sag's bloß. So, wenn GPS falsch eingestellt ist, bringt's auch nichts. Ich hoffe, es kommt GPS in den nächsten LS. Das gibt es nicht. Luca, das ist. Ey, Luca kann die Handfeger und Chipper auspacken. Der hat den Kalko-Kriecher umgeworfen. Luca hat sein Kunstdünger gerade aufs Dach gelegt. Ey, Luca, viel Spaß mit der Chip da reinzuschauen mit der Hand. Genau, ich glaube, der hat aber auch keinen Bock. Ey, aber das wäre auch geil, wenn das im nächsten LS kommt. Wenn man überladen oder sowas oder umkippt, dass die ganze Scheiße rausfliegt. So, jetzt Gott. Oh Gott, das reicht nicht. Obwohl, ja, es reicht schon für Notfall. Aber schwammig fährt er sich immer noch. Luca, der fährt sich immer schwammig mit viel Gewicht, wie jeder andere Bulle. Na, ich glaube nicht. Also. Ich finde, der Front hebt sich schon ein bisschen aus. Mach schneller leer, dann hebst du dich nicht so schnell. Wenn ich meinen MF verkaufe, ich krieg nur 120.000, was krieg ich denn dafür? Nix? Nee. Oh. Gebrauchten Scheiß. Den gebrauchten Sexschöpfen vielleicht. Nee, die möchte ich nicht. Wir haben auch nur noch 23.000 für unseren Flug bekommen, weil du ihn schon benutzt hast. Was bekommen wir? Am Arsch, du hast mir ihn ausgeliehen. Ja, guck. Also. Da kommt übrigens auch eine Rechnung, Justin Schill. Oder kam die schon? Nee. Ich glaube nicht, dass die schon kam. Da muss ich gleich nochmal beim Rechnungssystem nachgucken. Du. Nein! Oh. Nein. Stopp! Ich habe euch beraten. Ihr könnt mich mal. Ich habe euch gesagt, der Packer. Mit dem Packer und alles. Im Arsch. Die Beratung! Den hast du Beratungsgebühr. Verarscht. Beratungsgebühr kann ich draufschlagen. Wo lebst du? Okay, dann kommt eine Rechnung für die Beratung.
muss doch für alles eine Rechnung machen, ne? Ja, du musst ja doch auch. Jetzt komm nicht mit, du auch. Ich hab bei dir alles gefasst, alles getroschen. Junge. Nee, warte mal, das sieht sonst kacke aus. Ich hab euch geholfen beim Meißen, ganz Quatsch. Nein, ich tu nur einrichten. Ich kann los. Ja, ich muss mal. Dauert ganz kurz. Ja, weißt du warum? Ihr seid alle zu zweit, ich bin alleine gefühlt immer. Ja, warum machst du sowas? Und, also Justin, wenn du meinst, dann ist selber schuld. Ey, warum hast du das nicht für den Typen? So. Also Ben schaut schon ein bisschen dick aus bei dir, aber auch ein bisschen überfüllt so. Justin, warum hast du denn auf Feld 97 geparkt? Warum ist das Feld eigentlich so unweiß? Weiß ich nicht. Ich habe auf der PDA geguckt. Und warum hast du den da jetzt geparkt? Ich hab den nicht geparkt. Ey, ist doch geil, wenn die Textur nicht so weiß ausschaut. Realitätsnah und so. Ja, wollte ich gerade sagen, dass diese. Da fehlt noch die 5 Kilometer weit sehbare Staubwolke. Ja, stimmt. Ja, ich hab echt schön alles in den Fluss rein, ne? Kackpack, aber weißt du warum? Der am Rand, wenn da Bäume stehen, du hast ja gar keine Chance. Luca, alles schön in den Fluss rein. Ja, klar. Der braucht auch ein bisschen. Für, ja, damit dein Wasser auch genug Kalk hat, wenn du es trinkst. Ja, da kann ich im Relive die ganzen Wasser hin und alles neu machen, weil die ganze Kalk die scheiß Armaturen versauen. Ja klar, ich besorg dir Arbeit. Möchte ich aber nicht. Ja, das ist mein Problem. Arbeit ist immer, macht man nicht so gern. Kannst du den auch manuell hochklappen, Ben? Während du ihn nicht brauchst, so? Nein, oder? Ja. Du müsstest eigentlich. Doch, kann man. Packer, der. Warum zappt denn das keiner? Ich habe gerade meine ganze Bahn entwischt. Und du kannst. Am besten tust du den einmal drehen, ne? War der Y? Was passiert, wenn ich den deaktiviere? Ah, der fährt zu hoch. Jetzt bringt mir eigentlich Bäume, immer noch die Bäume im Weg. Ja, vielleicht drehen. Warum ist Maxim schon wieder auf Dauer offline? Das stinkt mir hier. Was soll denn das eigentlich? Ja, der Typ hat mich abgefuckt. Ja, immer die Ausreden. Dankeschön. So, einmal hier rein. Wieder im Kreis. Oh Gott, ich bin wieder im Kreis. So, einmal kurz hier organisieren. Hallo Lars. Hallo Maxi. Hallo Lars. Hallo Justin. Du klingst jetzt so begeistert. Immer doch. Hast du gesehen, bei dir, Justin, hätte ich auch keinen Bock. Also ich hab grad wieder Geld investiert, darum bin ich nicht mehr so gut drauf. Aber, ne? Was machst du? Hab Geld investiert. Ja, Säge. Ja. Ja, okay. Und bist du zufrieden? Ja. Hab ich doch gesagt, das ist gut. Ja, ich konnte nur nicht viel austesten. Guck mal auf den Tacho. Ja, ist scheißegal, komm, mach's an. Hab ich gerade schon einmal, aber kommen die Nachbarn sonst wieder. Ist mir doch scheißegal. Die Nachbarn können mal die Backen halten. Lass doch musst du durchgreifen. Oh Gott. Da war nix. Hier mal wieder Kalte. Was soll ich denn sagen? Junge, du verdienst dein Geld. Ja, aber so schnell weg. Ja, was soll ich denn sagen? Weißt du, wo mein ganzes Geld hingeht? Ich hab ein rotes Elend bei uns auf dem Hof stehen, was ständig nur mein Geld will. Ja, denkst du, ich hab sowas nicht? Dann kauf ich ständig was. Ja, denkst du, ich mach sowas auch nicht? Ich muss mein Geld irgendwie in der Schule zusammenkriegen. Lars?
Ich will ja Justin jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber ich hau jetzt Justin in die Pfanne. Der hat vorhin gemeint, dein IAC wäre kein richtiger IAC. Noch nee, nicht. Gerade auch nicht, weil er auf zwei Reifen steht. Das ja, das ja, deswegen, mein Lieber. Ja, klar, deswegen. Luca, bist du ja schon fertig eigentlich? Ein richtiger IAC halt, der auf zwei Reifen hat. Ja, aber der richtiger ist richtiger IAC ist blau und steht nur Olin drauf. Geht eh nicht so schnell bei mir. Ey, Ben, du machst ja direkt Saatbett. Ben zieht richtig durch. Braucht ihr einen Striegel, Jungs? Ihr zwei. Wer, jetzt so zwei? Hier. Nee, die anderen zwei. Sonst stehe ich wieso? Den direkt am Hof. Weil ich den gerade am Nutzen bin. Oh, gerade nicht, ne? Wollten wir nicht eigentlich mit Gift arbeiten? Dann gehen wir mal auf die... Gehen wir mal da runter. Ja, wir den Striegel auch zusammen gekauft haben. Ach ja, stimmt. Jetzt fehlen mir Mods, warum auch immer. Achso, du musst dir noch ein Modpack wahrscheinlich runterladen. Ja, es fehlen ein paar mehr. Es kann sein, dass ich mein Motto. Ah, nee, ach. Vergiss es. Falscher Modordner? Ja, falscher Modordner. Viel wichtigere Frage, Ben: Was wollen wir denn so schönes ansehen? Weiß nur Gerste. Ja, entweder Zwischenfrucht, auf der anderen Seite ist eh schon alles 100% gedüngt. Ja, deswegen. Also eigentlich keine Zwischenfrucht. Was könnten wir denn noch sehen, so theoretisch? Ich guck mal in den Kalender. Dann könnten wir Gerste, Weizen. Getreide. Getreide brauchen wir für Stroh. Brauchen wir viel Stroh? Nö. Ach, oder wie viel Stroh haben wir? Wir haben genug Stroh. Eigentlich. Ja, das Ding ist, eigentlich müssen wir sparen für die Biogas. Na, Digga. Boah, endlich fertig. Wie Hektar angesät, ey. Ey, Luca, ich war hier gerade Blas. Beide. Ja. Ich hab unseren Maisacker jetzt gemesserwalz und bin gerade noch am Kalken, bin jetzt ja auch gleich fertig. Schön. Dann kannst du da gleich mit dem tiefen Locker ein bisschen Attacke machen. Schön. So. Nein, ich hab den Agri-Pumper verpackt. Weizen drillen. So, ah, das ist ja mal gute Laune hier. Ja. Du bist gerade wie der Heini gestern von der Feuerwehr. Ja. Ich kann mich nicht motivieren. Ja, darum mache ich ihn auch. Ich muss laufen, damit ich mich mehr motivieren kann. Oh. So, einmal so. Digga, nein, dieser Typ. Den kann man nicht ernst nehmen. Lord Helmchen. Lord Helmchen. Oh nein! Oh, gerettet. Ich würde generell sagen, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, von unseren leichten Unfällen vielleicht irgendwie einen Clip davon machen, den in einen extra Channel schicken und dann am Ende, wenn das Projekt irgendwann mal zu Ende geht, machen wir so eine Art Best-of. Könnte man theoretisch machen. Ist eine gute Idee, ne? Dann wird es ja von mir keinen Clip geben. Ja, genau. Ja, stimmt, weil du die halt nicht clippst, die ganzen Unfälle, ne? Das ist halt doof. Nee, weil ich nicht umfalle. Was? Du fällst die ganze Zeit um? Wie würde ich das mit meinem neuen Wort beschreiben? Ich würde sagen, du bist ein Kalb. Was? Ein? Ja, Lukas hat die ganze Zeit Leute als Kalb beleidigen. Ja, das ist mein neues Lieblingswort jetzt. Kalb. Ja, einfach Kalb. Luca, wann Facecam? Gar nicht. Maximal. So, dieses Ding, was da hinten abgezogen wird, macht mich furchtbar aggressiv. So schlimm. Nee, das springt die ganze Zeit. Es läuft nicht so, es springt. Junge, das springt so. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oh, das ist natürlich. Ist so, einmal hier links. Das ist natürlich ja, gut, warte mal. Kurz unser Saatkalender hier. Oh, das sieht ja ehrlich mau aus. Justin, kurze Frage. Hm. Hast du noch Platz bei dir am Hof? Wieso, ja, müsste ich. Können wir doch den Kalkstein bestimmt bei dir unterstellen, oder? Ja. Ja, die alle kennen das oder was? Ja, nee, weil mir. Da, wo wir Platz hätten, da steht, da, also da liegt halt Getreide so. Wenn du doch schon wieder machst, dann will ich alles gar nicht wissen. Ich wasche gerade unseren Kalkstreuer, Lars. Man kann Maschinen übereinander stellen.
Ja, das stimmt. Prost Mahlzeit. Das sag mal in deiner Ausbildung. Was meinst du, wie schnell du nochmal neu anfangen darfst? Maschinen kannst du übereinander stellen. Ja, kannst also wenn, da, wenn deine Halle ungefähr 24 Kilometer hoch ist und du Deckenkran besitzt, dann kannst du das natürlich. Nee, du kannst auch mit Frontlasser machen, hallo? Ist klar, der weiß, der stellt auch seinen Wender und sein Mähwerk auf seine Gummifägen. Ja, und wenn Mr. Modo sich in die Luft jagt, jagst du dich dann auch in die Luft. Nö, dann kauf ich sein Mob auf. Ja, kann man machen. Ben, tut ihr stapeln oder habt ihr genug Platz? Wir haben genug Platz. Ich stell jetzt einmal mal den Kalkstein bei dir im Hof, so dass er nicht stört, okay, Justin? Das wirst du eh nicht hinbekommen, mach das aber mal. Doch, ich stelle den dahin, dass er nicht stört. Das möchte ich sehen. Also Ben, ich würde vorschlagen, wir machen einfach irgendwie so ein oder zwei mit Weizen oder Gerste, ist mir eigentlich relativ. Und den Rest lassen wir halt liegen. Ja, oh, brach, Mann. Ey, Carlos, der Arsch. Stört der denn nicht? Oder wir machen einfach trotzdem noch Zwischenfrucht drauf. Ja, aber es hat Geld. Wir brauchen Geld. Für Investitionen für die Zukunft. Stimmt. Zwischenfrucht kostet Geld, ja. Gut, wir machen es nicht. Zwischenfrucht spart aber auch Geld, ne? Das Geld haben wir schon ausgegeben, von daher ist egal. Okay. Wie viel Ernte ein Buße macht eigentlich, wenn man nicht Kalk streut? Oh, 3% oder so. 20, dachte ich. Also es hat schon Impact, der Kalk. Die stoppeln aber dafür nicht, zum Beispiel. Ja, da sollte er nicht stehen. 15%! Ich hab den Kalkstreu jetzt auf dein Fahrsilo gestellt, okay? Was? Auf dein Fahrsilo ist gut. Also wirklich auf dein Fahrsilo. Ja, damit's nochmal verdichtet wird, ne? Ja. Kannst du nochmal gucken gehen? Sieht abenteuerlich. Ich bin am Arbeiten, ich hab keine Zeit. Mein Mitarbeiter ist ja nie da. Ich glaube, es wird Zeit, dass ins Projekt kommt, ey. Meinst du den Mitarbeiter, den du letzten Monat noch als Mitarbeiter des Monats gekürt hast? Nee, den habe ich niemals gekürt. Also. Weil du dann endlich mal Qualität hast. Das Ganze jetzt nochmal in einem schönen deutsch formulierten Satz, Justin. Warum sollte ich mir ein Fan kaufen, was in IAC sogar viel besser kann? So gesagt. Aber wisst ihr, was ich sagen würde? Ich würde sagen, die heutige Folge ist mit dem Moment jetzt hier beendet. Denn sonst muss ich wieder 3 Milliarden Schnitte setzen und die Hälfte rausschneiden. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Deswegen würde ich sagen, was ist für heute? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr noch einen Game-Server braucht, dann schaut ihr bei G-Portal vorbei. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.